Mit dem Samenerguss werden 200 bis 400 Millionen Spermien in die Scheide abgegeben und sofort begeben sich die ersten Samenzellen auf die Reise. Während ihrer Passage durch den Kanal des Gebärmutterhalses fühlen sie sich im Schleim so wohl, dass sie hier tagelang überleben können. Gebärmutter und Eileiter unterstützen den Samentransport mit Muskelbewegungen. Nur die schnellsten und ausdauerndsten Spermien sind befähigt, den Schleim zu verlassen, um durch die Gebärmutterhöhle in die Eileiter zu gelangen. Die Bewegung der Samenzellen wird schneller und schneller, während sie sich auf die Befruchtung vorbereiten. Zu diesem Zeitpunkt findet der Eisprung statt. Der Trichter des Eileiters nimmt die Eizelle auf. Die Eizelle ist hier immer noch von vielen Schichten geschützt. Um die Eizelle zu befruchten, müssen etwa 100.000 gut bewegliche Spermien tätig werden. Die Spermien schütten besondere Substanzen aus, die die Schichten der Eizelle auflösen. Die Spermien können jetzt in die Eizellhülle eindringen. Sobald das Siegerspermium sich im Innern der Eizelle befindet, verändern sich die Eigenschaften der Eizellmembran und alle übrigen Spermien werden so ausgeschlossen. Unser Siegerspermium bringt somit das väterliche Erbgut in die Eizelle ein. Dieses trifft in der Eizelle auf das mütterliche Erbgut. Die hier sichtbaren Strukturen bezeichnet man auch als männlichen und weiblichen Vorkern. Im weiteren Verlauf werden sie miteinander verschmelzen und neues Leben entsteht.